Heute habe ich ein Video für euch, weil es ja jetzt mit großen Schritten auf Raststätte zugeht und ich noch keine passende Bluse hatte für meine Corsage. Was soll ich sagen? Irgendwie gefühlt alles ist so ein Bückeburg kaputt gegangen. Meine Piratenstiefel sind kaputt. Meine Piratencorsage ist kaputt. Dementsprechend wird das jetzt doch nochmal ein anderes Piratenoutfit. Ich weiß nicht, wann ich irgendwann mal fertig bin, aber ja. Jedenfalls ist hier Raststätte zu meinem Geburtstag und bekanntlich ist dann ja schon Herbst und da möchte ich eigentlich irgendwie ungern eine kurze Bluse drunter ziehen. Die andere Bluse, die kennt ihr ja schon. Die ist auch heile geblieben. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Frieren ist irgendwie eher so semi-cool. Vor allen Dingen, wenn man dann ja auch noch da campt, was wir ja tun. Sollte man am Tag nicht auch noch irgendwie frieren? Ja, gut, dann habe ich mir überlegt, was hast du denn da noch? Und ich hab tatsächlich ja mittlerweile alle meine Klamotten aus Bremen, weil ich ja die Wohnung nicht mehr habe, habe ich mittlerweile hier. Und dann ist mir eingefallen, hey, ich habe ja noch eine Corsage, Bluse, die ich da drunter ziehen könnte, die ich tatsächlich früher auch mal dafür gekauft habe. Und zwar ist das diese hier. Die habe ich gesehen und die hat mich auch gleich an Pirat erinnert. Und ja, jetzt ist die natürlich noch nicht so Piraten, also so Grund. Ist es natürlich schon piratisch angehaucht, aber ja noch nicht so, dass man sagen kann, hey, okay, ja, das passt. Und deswegen werde ich die heute mal ein klein wenig verschönern, beziehungsweise abranzen. Ja, ich nehme mal ganz kurz meinen Schluck. Ja, Merch-Pirater. Unbezahlte Werbung jetzt. Guckt aber mal in ihren Shop. Ganz, ganz liebe. Und die hat das auch echt verdient. Naja, jedenfalls für die Corsage. Also, ich weiß nicht, warum ich jedes Mal Corsage sagen will. Für die Bluse, um sie ein wenig piratenmäßiger noch mehr anzuhauchen, brauche ich eine Schere, zwei Nagelfeilen und einen Augenbrauenrasierer. Denn ich habe vor, sie ein wenig zu zerstören, damit sie piratenmäßig aussieht. Und ja, damit werde ich jetzt einfach mal anfangen. Also ich nehme mir jetzt erstmal den Arm hier vor. Normalerweise macht man das mit einem Cutter. Mein Cutter ist aber irgendwie, also beziehungsweise der von meiner Mama, ist gerade irgendwie nicht auffindbar. Deswegen habe ich jetzt eine Schere genommen. Reg mir das jetzt hier zurecht. Und mach sie so auf und gehe dann, ihr seht das, hier so ran. Damit ich das schon mal ein bisschen anranze. Ihr könnt da natürlich auch noch reinschneiden. Dadurch, dass ich jetzt aber mit den Nagelscheren arbeite, also Nagelfeilen arbeite, brauche ich das gar nicht. Beziehungsweise ja noch mit dem Augenbrauenrasierer. So, und dann lege ich los. Was wichtig ist dabei, ihr seht das, ist, es ist jetzt schon ein bisschen mäßiger. Ihr müsst das stramm halten, wenn ihr mit einem Augenbrauenrasierer arbeitet. Oder ihr knittert das so zusammen, weil dann kriegt ihr größere Schnitte hin. Klingt komisch, aber ich zeige euch gleich mal, warum, also wie ich das meine.
klettert ihr das hier zusammen. Und dann kriegt ihr hier nämlich genau gleich ein Loch rein. Also, ich zeig hier, da ist dann das Loch. Ach ja, die Bluse habe ich übrigens mal bei Primark gekauft. Ja, ich weiß, Primark, aber ich sag mal so, gerade so für Gewandungen, wenn sie dann doch mal kaputt geht, wie jetzt meine Piratenstiefel oder meine Piratencorsage, ist mir das lieber, ich habe was Billiges als irgendwas Teures. Weil das ist halt irgendwie, ja, ein bisschen doof dann, wenn das richtig teuer war und dann kaputt geht. So, und dann nehme ich die Nagelfeile. Ich habe das jetzt ein bisschen angeranzt hier. Und dann nehme ich die Nagelfeile und schrubbel da ein bisschen drüber. Normalerweise kann man das auch mit Schnörkelpapier machen. Das habe ich jetzt allerdings nicht zur Verfügung, deswegen die Nagelfeile. Dann haben wir hier schon mal, ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber es ist auf jeden Fall schon mal piratenmäßiger als vorher. Löcher und ja, ich mache da jetzt, ihr könnt mit schwarzem Tee und mit Kaffee die Corsage, ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit mit Corsage habe, die Bluse noch einreiben. Mache ich jetzt nicht, weil ich die, also das Ding ist, wenn man das dann einreibt, dann und dann wäscht, ist es halt eher semi-cool. Und deswegen mache ich das nicht, weil ich ganz gerne meine Piratenklamotten auch waschen möchte. Aber so als Tipp, wenn ihr es ein bisschen schmutziger haben wollt, dann könnt ihr das natürlich mit Tee, schwarzen Tee und also diesen losen Tee und halt Kaffee einreiben. So, der Arm gefällt mir jetzt schon mal.
Ich mache die nicht so doll kaputt, weil, wie gesagt, die ist für den Herbst, für den Winter. Wenn da dann zu viele Löcher drin sind, friert man auch wieder. Und deswegen, ja, so doll mache ich sie dann doch nicht kaputt. So, und das Gleiche macht ihr dann quasi auch, wie ihr euch das passt, an Brust, also Vorderseite, anderem Arm und Rückseite. Ich werde das jetzt einfach mal machen. Und dann, ja, zeige ich euch gleich das Resultat, wie es dann geworden ist. Jetzt schon mal die Vorderseite. Ein Ärmel. Vorderseite. Oben. Anderer Ärmel. So. Weiter geht's mit der Rückseite. Da nicht wundern, da muss ich nämlich nur die Ärmel machen, weil ich zeige euch gleich nochmal eine Corsage. Die ist halt hinten bis hier oben zu und dann sieht man es eh nicht. Thank you.
was vielleicht noch ganz wichtig ist, nicht immer gleich schlitzen quasi. Weil wenn ihr das jetzt alles gleich macht, dann sieht das halt echt unrealistisch aus. Heißt es so? Ich habe keine Ahnung. Also das ist halt, ja, ich weiß nicht, unrealistisch. Ich glaube, ja, das heißt unrealistisch. Weil, naja, ihr könnt euch vorstellen, ihr habt dann am einen Arm die gleichen, dann sieht es ja nicht kaputt aus, sondern dass ihr das so extra gemacht habt. Und es soll ja so aussehen, als wäre es kaputt gegangen bei einer Seefahrt oder wie auch immer. Und ja, deswegen immer mal gucken, dass ihr nicht immer gleich in die gleiche Richtung schlitzt. Dann haben wir auch die Rückseite. Das ist die eine Ärmel und der zweite Ärmel. Ich finde, es sieht ein wenig aus, als wären da Kanonenkugeln durchgeschossen. Ich finde es cool. Sagt mal, wie ihr es findet in die Kommentare. Und dann zeige ich euch noch die Corsage. Ja, die neue Corsage. Ja, ich weiß nicht, welche Corsage ich gerade in meinem Kopf hatte. Aber ich muss den Rücken doch noch machen, weil das ist die neue Corsage. Oh, die Details, die sind halt mega cool. Diese Kette und das hier und... Also ich habe sie echt gern. Die muss noch ein bisschen geändert werden, weil sie hier absteht. Das macht aber eine super liebe Freundin von mir. ja. Genau, das wird die neue Corsage. Das ist die Rückseite. Deswegen, ich dachte gerade wirklich, die ist hinten zu. Gut, ich muss mich korrigieren. Nein, sie ist nicht zu. Und deswegen werde ich jetzt auch nochmal die Rückseite machen von der Bluse. Aber sag mal, wie findet ihr eigentlich die neue Corsage? Weil ich finde sie halt echt mit den ganzen Details, ist sie halt mega cool und schön, also ein schöner Ersatz für meine leider kaputt gegangene Corsage. Und ja, also schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und dann wollen wir nochmal die Rückseite machen. Seite. Also ja. Doch. Jetzt ist sie mir piratisch genug. Ja, wie gesagt, haut gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet. Ob ihr noch Ideen habt, was ich damit machen könnte. Ja. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Es war für euch informativ. Und ja, dann wisst ihr, die Glocke nicht vergessen, damit ihr nichts verpasst. Gerne abonnieren und Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.